Hey und herzlich willkommen zu Movie MAD. Heute gucken wir, wie ihr oben in der Überschrift schon gesehen habt, den 1984er Predator mit Arnold Schwarzenegger, mit von, ich glaube, John McTiernan, Carl Weathers und ein Haufen Bekloppter. Unter anderem Sean Black, der spielt in diesem Film ja den Hawkins und seines Zeichens halt Regisseur von solchen Filmen wie Kiss Bang Bang oder Iron Man 3. Und er dreht aktuell auch gerade noch einen weiteren Predator-Teil, diesmal als Regisseur mit Thomas Jane und den Sohn von, oh Gott, wie heißt er? Also Jake Busey spielt in diesem Teil den Sohn von dem Charakter, den sein Vater im zweiten Teil gespielt hat. Was verdammt cool ist. Ich freue mich auf den Film. Ich freue mich auf den. Ich hoffe, er ist immer noch so cool. Ich fand, damals hat ihn das so besonders gemacht, dass er ähnlich wie bei From Dusk Till Dawn am Anfang nach was ganz anderem aussieht, als was es am Ende wird. Weil am Anfang sieht es halt aus wie ganz normale 80er Jahre Action-Schlock. Wobei Action-Schlock der 80er Jahre ist cool. Der macht Spaß. Außer es ist halt wie bei Rambo 2 oder 3, wo die letzte halbe Stunde eigentlich gar nichts mehr passiert. Was hier bei dem nicht ist, er ist ein wenig defiziler und cooler in der Hinsicht. Ich hoffe, er ist immer noch so geil. Und ja, was kann ich noch sagen, außer los geht's. So, die Damen, fertig sind wir mit Predator von 1987 von John McTiernan mit Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers und dem ganzen Rest. Moment. Mir ist mein kluger Zettel vor Erregung aus dem Händchen geflogen. Was ich irgendwie blöd finde, was aber so typisch 80er ist. Der erste Shot im Film ist, wir sehen, wie ein Raumschiff auf die Erde kommt und in die Richtung Erde fliegt. Und in dem Moment wissen wir jetzt schon viel zu viel. Auch wenn wir nicht wissen, was da jetzt genau kommt oder sonst was, wir wissen viel zu viel. Es wäre viel, viel cooler gewesen, wenn wir das nicht gewusst hätten. Also das wäre ja gewesen, als wenn sie am Ende, am Anfang von vom Dusk Till Dawn Graf Dracula im Kofferraum gehabt hätten und er dann so Cersei vergewaltigt hätte. Was für ein Quatsch. Das brauchen wir nicht. Wir wollen ja überrascht werden. Und das überrascht einen nicht. Das war blöd. Also das war... Also das hätten sie sich klemmen können. Das finde ich eigentlich immer viel schöner, wenn man als Zuschauer überrascht wird. Und klar, wir wissen natürlich, worum es in dem Film geht. Und wir wissen, es ist ein Alien. Aber es geht ja auch immer um die Leute, die ihn das erste Mal sehen. Und das ist... blöd. Man soll bei dem Film oder bei solchen Filmen, die so einen großen Twist haben, doch schön überrascht werden, meiner Meinung nach. Der nächste Punkt. Wir sehen hervorglänzend, warum sie für den Predator so interessant sind, weil sie können sich halt an dieses Lager da der Guerillas wirklich prima heranschleichen, ähnlich wie es natürlich der Predator selbst ja auch macht, aber halt natürlich mit, der ist halt ein Cheater, ne? Er macht sich unsichtbar und tanzt auf den Bäumen rum. Aber natürlich geht das in eine ähnliche Richtung. Und das ist ganz gut, dass sie halt wirklich gezeigt wird, warum er gerade sie aussucht. Das war nett. Dann kommt zwar der nächste Punkt schon drauf, aber den habe ich auch schon im Kopf, weil das hat mich dann sehr angenervt, weil ich von sowas kein Fan bin. Und zwar diese Action-Szene, die dann im Lager von den Guerillas kommt, ist typisch 80er Jahre. Also wir sehen ab dem Moment, wo Arnold Schwarzenegger, wer auch sonst den LKW hochhebt und ans Lager fährt, hat der keine Struktur mehr und ist eine komplett unübersichtliche Actionsequenz, die so typische 80er Jahre ist. Wir könnten das auch die einzelnen Szenen nehmen und anders zusammenschneiden, weil es wird genauso Sinn machen, weil es einfach zusammen gar keinen Sinn ergibt, weil das ist halt unübersichtlich. Wir sehen keinen im modernen Film so ein Progress, wie sich diese Action-Sequenz entwickelt, das wird heute sehr viel besser gelöst.
Ich denke mal nicht mal, dass man da mit dem Schnitt hätte was besser machen können. Ich glaube, das ist halt einfach wie in den 80er Jahren generell schon gedreht wurde. Und das fand ich blöd, weil ich finde, wie gesagt, diese Actionsequenzen in Rambo 2 und 3 am Schluss total schwach, weil da ewig nichts gesagt wird, außer ein paar One-Liner. Was übrigens auch sehr, sehr cool ist bei dieser Fassung, es ist ja auch die ungekürzte. Und da gibt es diese eine Stelle, wo Arnold Schwarzenegger einen der Guerillas an die Wand nagelt und dann so einen schönen One-Liner lässt, nicht weglaufen oder sowas erzählt er. Und er hat an der Stelle eine andere Synchronstimme als im restlichen Film. Ja, gut, immer noch besser als die Originalstimme von Arnold Schwarzenegger. Generell kann man zu dem Film sagen, dass aus heutiger Sicht die ersten zwei Akte, wobei generell von der Laufzeit her so die ersten zwei Drittel des Films sich wirklich halt anfühlen wie wirklich richtiger 80er Jahre Action-Schlock, aber auch nicht unbedingt auf die gute Art und Weise. Und dass ab dem Moment, wo Duke getötet wird, nimmt das so eine andere, modernere Richtung auf, wie man es eher machen würde. Und gerade natürlich der finale Kampf zwischen Arnold Schwarzenegger und dem Predator ist sehr cool. Hat natürlich ein bisschen was vom A-Team oder von Kevin allein zu Hause. Aber der macht Spaß, der erzeugt wirklich Spannung und ist halt moderner. Moderner, weil es ist halt auch, es ist Action, aber mit wirklicher Spannung und das kommt gut. Der Predator selbst sieht natürlich immer noch schweinecool aus. Der Winston hat halt immer gewusst, was er macht. Er war halt der King mit dem Ding. Generell haben wir deswegen auch gesagt, okay, der Film, klar, der dritte Akt macht Spaß. Wie gesagt, ab der Stelle macht er wirklich Spaß. Davor hat er echt Probleme, teilweise für mich persönlich auch. Den Soundtrack bzw. halt den Score nicht gut eingesetzt, weil übertrieben und in einigen Sequenzen irgendwie unpassende Musik, die viel zu actionlastig war oder zu spannungsgeladen, obwohl das zu der Szene nicht passte. Wie gesagt, in den ersten zwei Akten. Aber der dritte Akt ist dann echt gut. Aber aus Grund dessen, dass wir halt sagen, okay, die ersten zwei Drittel nicht ganz so, würden wir sagen, okay, ist abgelaufen. Eindeutig nicht Gammel, aber abgelaufen. Mit der Ausnahme, dass natürlich Genre-Fans, also wer auch 80er-Jahre-Film steht und halt auf diese Art und Weise, wie das damals geschnitten wurde, die werden natürlich immer auch sagen, hey, ist frisch. Weil, ich habe das gerade überlegt, also sind nicht mal die Expendables, die ja jetzt eigentlich wirklich sehr angelehnt sind an 80er-Jahre-Action-Schlock, selbst die machen ihre Actionsequenzen übersichtlicher als damals. Was noch ganz cool ist, ist dieser wirklich typische 80er-Jahre-Abspann, wo man immer schön sieht. Und dann steht da drunter, keine Ahnung, der King mit dem Ding. Oder Heather Locklear. Das ist sympathisch. Das ist so schlecht, dass es sympathisch ist. Und ich freue mich tatsächlich schon, wenn wir den zweiten irgendwann kicken. Insgesamt wirklich hat er Spaß gemacht, zugucken. Minus der Sachen, die wir jetzt nicht so gut fanden. Arnold Schwarzenegger war natürlich, wie immer, typisch Arnold Schwarzenegger. Er hebt einen LKW an. Er wird von dieser Kanone, wo alle anderen Leute fast wie eine Tomate explodieren, die von einem LKW erfasst wird, wird er getroffen. Und er verliert ein Brusthaar. Also mehr passiert ihm nicht. Alle anderen explodieren. Er verliert ein Brusthaar. Und das ist cool und von die anderen Leute haut gerade Hawkins, haut der Predator einfach um und nimmt sie auseinander und Arnold, da kann er drauf rumhauen, wie er will, das juckt ihn überhaupt nicht. Das ist cool, das ist auf die Art und Weise schlecht, dass es Spaß macht und guckt ihn euch gerne an. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr über den Film denkt. Seht ihr es ganz anders? Findet ihr einen anderen Teil der Reihe gut? Lasst gern ein Abo hier und werdet Cineasten.
und immer einen Daumen nach oben und bis nächstes Mal. Ciao.